Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick, eine Review, auf meine aufgebrauchten Produkte aus dem Monat Februar. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe fleißig gesammelt. Alles, was leer geworden ist, ist in diesem Karton, nicht in diesem Korb gelandet. Und ich bin ganz gespannt drauf, wie ihr so dann auch meine Review finden werdet. Und ich möchte mich aber zuallererst bei allen bedanken, ganz, ganz herzlich, die diesen Kanal schon abonniert haben und mich damit halt unfassbar krass unterstützen und mir einfach dabei helfen, meinen Traum zu leben. Und also da einfach mal von Herzen vielen, vielen Dank an euch und auch an meine überkrassen Kanalmitglieder natürlich nochmal ein ganz großes, dickes, fettes Dankeschön. Das ist unglaublicher Support, den ich da jedes Mal bekomme und ich bedanke mich einfach von Herzen bei euch allen, dass ihr da seid und mir einfach eine ganz besondere Unterstützung gebt. Und das ist nicht selbstverständlich, um das mal so zu sagen. Ich habe hier einiges in der Kiste, was aus Drogerie ist, einiges aus dem High-End-Bereich, sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik und kunterbunt, ne? Halt was so leer geworden ist. Ich starte einfach mal hier mit Isana Bye Bye Hair. Das ist ein vorbereitendes Zuckerölpeeling. Ich weiß nicht, war das eine Limited Edition? Gibt es das so noch zu kaufen? Wenn ja, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich finde persönlich diesen Pfirsichkernölduft nicht so super krass toll, aber ich fand die Peeling-Wirkung sehr schön. Wir haben hier nämlich ein tolles Zuckerpeeling, was auch schön auf der Haut schrubbelt, aber nicht zu intensiv, sodass es irgendwie sich unangenehm anfühlen könnte. Und ich war sonst nicht ganz so überzeugt von diesen Ölpeelings oder Cremeölpeelings, die Isana zum Beispiel rausgebracht hat. Aber das hier fand ich richtig geil und kann ich wärmstens empfehlen. Tiegel aus 100% Rezyklat, auch mal was Interessantes, ne? Also schönes Peeling für den Körper, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Auch von, Rossmann ist es, ne? Von For Your Beauty habe ich heute Morgen erst leer gemacht. Das ist diese Pinselseife. Normalerweise ist hier auch noch so ein Pad quasi mit dabei gewesen. Ich habe ja so ein Herz, ich glaube von Crash Cosmetics, das nehme ich immer, um meine Pinsel halt zu waschen. Also um sie halt, ich mache die ja mit Seife und dann gehe ich über das Pad oder über meine Hände oder so, ne. Und das Pad, was hier drin war, hat meine Stiefschwiegermama in Spee von mir bekommen. Sie wollte das, glaube ich, für Gesichtsmassage oder sowas verwenden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine schöne Pinselseife. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass die auch recht schnell leer geht. Also das ist jetzt in Relation zum Beispiel zu meiner Da Vinci Lieblingsseife, die ich so habe als Kosmetikpinselreinigungsseife. Die hält definitiv viel, viel länger. Keine Ahnung warum. Machen beide ganz gut sauber. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich einfach so eine Seife holen möchte, ne? Ist eine gute Geschichte auf jeden Fall. Dann habe ich ja aktuell auch den Dalton-Code. Da könnt ihr mit Beauty Claudi 20% sparen. Natürlich sind hier auch Dalton-Produkte drin, weil das ist so mein Haupthautpflegepartner. Ne, also vor allem langfristig der einzige, den ich aktuell so habe. Und da gibt es Marine Kosmetik und ja, da wir halt lebenstechnisch aus dem Meer kommen, weil Leben kommt aus dem Meer und du bist Leben, ich bin Leben, wir kommen aus dem Meer, ne? Und Dalton Meereskosmetik ist das Ganze halt sehr hautverträglich und deswegen weiß ich einfach, dass die Produkte bei mir sehr hautschonend funktionieren. Die haben verschiedene Reihen, aber die hier funktioniert zum Beispiel super. Die Comfort Clean Sensitive Skin Reihe, also die Sensitive Skin sowieso, ich habe eine sensible Haut. Da habe ich das sanfte Anti-Aging Gesichtswasser aufgebraucht. Das ist halt wie ein Toner gewesen. Mochte ich sehr gerne, war auch sehr mild. Konnte ich morgens, abends verwenden. Da musste ich halt nicht drüber nachdenken, was habe ich sonst noch irgendwie als Produkte in Anwendungen. Das heißt, jetzt gerade habe ich zum Beispiel von Charlotte Tilbury das mit Niacinamiden. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich das halt nicht an Peeling-Tagen verwende und nicht unbedingt in Kombination mit Retinol, weil das kann ja so ein bisschen hautirritierend wirken. Hier oben mal so ein Video, Wirkstoffe, die man vielleicht nicht miteinander kombinieren sollte. Auf jeden Fall ist das hier so ein Schweiz-Toner. Ich mochte den sehr gerne, meine Haut mochte den sehr gerne und ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich mal von der lieben Simone dieses Rituals Tulip in Japanese Yuzu, ein Foaming Shower Gel, geschenkt bekommen. In einem Zuschauerpaket, das ist bestimmt schon 2 Jahre her oder anderthalb. Irgendwie so, ne? Und ich mochte den Duft recht gerne. Das ist so wirklich wie frisch geduscht, wie frisch gewaschene Wäsche. Sehr sauber das Ganze. Ich persönlich mag es schon, damit zu duschen.
Finde aber halt, dass der Schaum von diesen Rituals-Schäumen immer etwas zu wenig ist, sodass man tatsächlich ein bisschen zu viel von diesen Schäumen braucht. Finde ich ehrlich gesagt einfach schade. Das heißt, wenn ich mir sowas selber kaufen würde, würde ich wahrscheinlich eher zu Bilou greifen, weil da hast du direkt, machst dir ein bisschen was auf die Hand und hast direkt so ein Puff-Ding, ne? Und deswegen, also das ist so meine persönliche Präferenz. Dann habe ich hier aus meinem Project Pen leer gemacht, die M. Arthur Magic Finish Make-up Fond de Teint Porcelain Teint. Da waren nur 7 Milliliter drin und das hier habe ich dann letztendlich aufgebraucht an Karneval oder an Weiberkarneval, weil ich da nicht nur mich geschminkt habe, sondern auch meine Mädels und so. Und wir sind eigentlich alle relativ ähnlich vom Teint her. Ich bin so mit die blasseste, würde ich sagen, tatsächlich. Aber fast allen passt dieses Porcelain-Teint auch ganz gut. Und die, die ich dann geschminkt habe und wo ich dann auch ein bisschen Foundation auch drauf gemacht habe, habe ich das halt einfach verwendet und es war halt recht simpel, ne? Also deswegen, also fand ich ganz gut, habe ich auch in der Originalgröße nachgekauft, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Packe ich aber nochmal zur Seite, weil ihr habt, glaube ich, mein Project Pen Update noch nicht gesehen oder ihr seht es noch auf Claudis bunte Welt, ne? Dann habe ich ein paar Masken gemacht, auch von Isana, die Argan-Tuchmaske, die habe ich letztens erst in einem Haul gekauft. Ich glaube, den Haul habt ihr noch nicht mal gesehen, okay. Mit Arganöl, Kollagen und Hyaluron. Das Vlies fand ich mega, das Serum war eine Creme, ich fand es total toll. Und hier habe ich irgendwie in meiner Hand... Da ist ein bisschen sowohl Edding dran gekommen, als auch Produkt, was da noch irgendwie mit bei war. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil ansonsten habe ich gleich schwarz oder blaue Finger. Das kommt dann nicht so. Okay, ja, fand ich auf jeden Fall toll. Dürfte es auch noch geben. Ist eine aktuelle Limited Edition. Fand ich echt mega. Dann habe ich hier von Don't Dent die Zahnseide-Sticks leer gemacht. Die gibt es ja bei DM. Ich würde euch, wenn ihr Zahnseide-Sticks verwendet, eher die von Action empfehlen, weil da habt ihr 75 Stück drin und hier sind... Habe ich abgerissen, habe ich gut gemacht. Ich glaube, 30 oder so sind da drin. Und also in Preis-Leistung ist Action, ich glaube, halb mal so teuer oder so. Also wirklich mega besser, finde ich persönlich. Dann habe ich was für die Haare leer gemacht von Coco and Eve, Like a Virgin. Super Nourishing Coconut and Thick Hair Mask. Genau, die hatte ich, glaube ich... Entweder in einem Adventskalender drin oder mal irgendwo in einer Box oder so, ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall sehr schön bei meinen Haaren funktioniert und die mochte ich gerne vom Duft her, von der Wirkung her. Also die hat wirklich ein sehr schönes Ergebnis gegeben, ne? Und ja, also Kokos ist eigentlich überhaupt nicht mein Duft, aber diesen Kokosduft mag ich irgendwie schon, weil der mich persönlich eher an Vanille erinnert, was eher positiv dann ist. Es ist aber schon Kokos. Man kann sich das auch schön reden, ne? Aber eine sehr schöne Haarmaske, die Haare sehr... pflegend macht, du hast halt weniger dieses Frizzige, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel auch jetzt gerade andere Produkte in Anwendung, da muss ich nochmal mich ein bisschen durchtesten, ob das überhaupt so mein Cup of Tea ist oder ob ich die aussortieren werde. Aber die Coco and Eve Maske, die mochte ich sehr gerne leiden. Komm, wir bleiben noch ein bisschen bei den Haaren. Da habe ich hier von Ela, das ist ja von Pamela Reif die Marke, Natural Beauty, dieses Hydrate and Shine Shampoo leer gemacht. Das fand ich okay. Den Duft mochte ich nicht so gerne. Ja, hat halt sauber gemacht, aber viel mehr hat es jetzt ja auch nicht gemacht, ne? Hat die Haare jetzt nicht irgendwie stumpf gemacht oder sowas. Also, ja, fand ich okay, würde ich mir jetzt aber so nicht unbedingt nachkaufen. Dann machen wir ein bisschen bei Masken weiter. Habe ich von Dalton hier die Anti-Pickel-Tuchmaske verwendet. Die hat mir schon ganz gut gefallen, ne? Also das ist ja auch mit einer der günstigsten Masken, die ihr bei Dalton auch bekommen könnt. Und die ist wirklich auch ideal dafür geeignet, dass wenn man halt so in die Erdbeerwoche reinschlittert und alles so anfängt zu kommen an Unreinheiten, ne? Das ist immer so ein unangenehmes Thema, aber es ist halt einfach so. Dann beruhigt sie halt. Sie wirkt ein bisschen entzündungshemmend und so. Und da kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen, dass wenn ihr halt in dem Status seid, genau, dass sie da reinigt bzw. entzündungshemmend wirkt. Wenn ihr wirklich was Reinigendes haben wollt, ist dann eher die Oystermaske, also quasi die Crememaske, eine ganz gute Geschichte. Oder die Oxygen Bubble Maske. Die ist nämlich dann auch wirklich tiefenreinigendere, ne? Dann hattet ihr auch gesehen, dass ich ja diese eBay Surprise Boxen mir bestellt habe. Da hatte ich ja auch diese Eunyul-Masken mit drin, Purity Blueberry Sheet Mask hatte ich hier zum Beispiel leer gemacht. Ich mochte die sehr oder mag die sehr gerne. Ich habe noch ein paar davon in Anwendung. Die haben ganz tolles, dünnes Vlies, richtig schön viel Serum.
Die sind einfach nur feuchtigkeitsspendend. Die mit Granatapfel habe ich auch gemacht. Und hier sind auch noch weitere drin enthalten. Ja, zum Beispiel hier auch noch die Pearl-Maske, ne? Die sollte auch Glow geben. Letztendlich alles sehr feuchtigkeitsspendend und hat meiner Haut sehr gut getan. Das kann man so sagen. Auch meinem Körper sehr gut getan hat diese Nivea Intimio Waschlotion. Ich verwende eine extra Waschlotion für mein Unterstübchen, einfach weil man da ja auch einen anderen pH-Wert hat und da auch zusehen sollte, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr für sensible Haut was verwendet und halt auch parfümstofffreie Produkte verwendet. Deswegen habe ich da immer die ja, extra dafür vorhandenen Waschlotionen. Ne? Die von Nivea mag ich ganz gerne. Ich mag den Pumper. Ich mag einfach, wie sie auch auf meiner Haut ist und würde da auch immer eher die sensible, also die mit dem rosa Deckel nehmen. Dann habe ich hier die Elasticity, ein Pomegranate Mask Sheet Geschichte von Tony Moly gemacht. Die hatte ich auch in einer Box drin, glaube ich. Mag ich immer sehr gerne. Also das waren auch damals so mit die Masken, als ich angefangen habe, mich überhaupt mit Tuchmasken zu beschäftigen, gab es die super, super günstig bei Amazon in so einem Megapaket. Damals, das ist schon Ewigkeiten her, ne? Und da habe ich die halt zuhauf immer wieder verwendet und so bin ich halt in das Tuchmasken-Game eingestiegen und jedes Mal, wenn ich sie wieder sehe, ist es halt für mich so ein Stück weit Nostalgie, denn ich mache dieses YouTube hier schon seit, ja, 5,5 Jahren. Das ist echt Wahnsinn. So, dann hatte ich hier oben in Anwendung The Ritual of Namaste, diese Purify Cleansing Wipes von Anja habe ich die mal bekommen. Habe ich nur verwendet, um hier irgendwelche Swatches wegzumachen oder wenn hier auf dem Tisch, sieht jetzt schon wieder aus wie Sau hier, irgendwelche Make-up-Reste sind oder so, dann gehe ich da nochmal einmal mit dem Tuch drüber, ne? Dafür sind die ganz gut geeignet. Oder wenn ich mich halt schminke und dann halt meine Hände voller Glitzer sind oder so, dass ich das einmal kurz abmache. Normalerweise habe ich hier aber eigentlich eher auch ein Handtuch liegen. Dann hat mein Freund ein Produkt leer gemacht. Das wollte ich einfach aus, ich finde es irgendwie witzig, Geschichten mit hier mit aufnehmen. Und zwar von Bruno Banani, Refreshing Magnetic Man. Leute, das ist so ein großartiges Duschgel. Das gibt es auch als Parfum. Ich überlege wirklich ernsthaft, ihm das hier als Parfum zu kaufen, weil das unfassbar gut gerochen hat. Aber ich glaube, dass diese Bruno Banani-Düfte nicht so langanhaltend sind. Naja, aber jedes Mal, wenn er das unter der Dusche angewendet hat, es war schon ziemlich schön, ne? Also da bin ich auch immer gerne dann danach ins Badezimmer oder halt so dran vorbei und dann hat man diesen Duft wahrgenommen. Das ist schon sehr, sehr angenehm gewesen. Kann ich nur empfehlen, dass ihr das vielleicht mal für jemanden bei euch im Hause holt, wenn ihr da auch mal das Näschen dran halten möchtet. Das riecht unglaublich gut. Dann habe ich hier auch im Badezimmer aufgebraucht Perlweiß White and Gloss. Das ist eine Zahnpasta gewesen. Die hatten wir in einem Adventskalender drin und ich habe schon bei verschiedenen gesehen, ich glaube bei Sarah Isabel war das und bei Chiquita's Place halt auch, ne? Die haben beide gesagt, dass sie das ganz gut fanden, wohl vom Putzergebnis her, aber dass das ganze Zahnfleisch pink geworden ist, dass die Zunge pink war. Das Ding hatte ich tatsächlich nicht, denn jedes Mal, wenn ich mir meine Zähne putze, verwende ich danach noch eine Mundspülung. Das heißt, ich hatte kein pinkes Zahnfleisch und ich hatte auch keine pinke Zunge oder sowas. Ich habe da ernsthaft drauf geachtet, sehr intensiv. Aber ja, genau. Ich habe sie leer gemacht. Ich mochte sie, ehrlich gesagt, einfach richtig gerne. Was aber auch einfach in dem ganzen Zusammenspiel wahrscheinlich war, wie ich die überhaupt angewendet habe, ne? Ja, dann habe ich hier aus einer vergangenen Kooperation von Hipoda The Mist Have aufgebraucht. Ja, mit Hyaluronsäure und Lavendel. Das ist eine kleine Größe mit 20 Millilitern gewesen. Die kann man jetzt auch einfach wieder auffüllen, weil ich mag den Sprayer eigentlich ganz gerne. Ich habe nur für mich in letzter Zeit herausgefunden, dass wenn ich einen Toner anwende, dass ich gar nicht mehr mir das so ins Gesicht sprühe, weil meine Augen das zu sehr irritiert. Das heißt, ich mache das eh, auch wenn es aus einem Sprayer rauskommt, auf ein Wattepad, ne? Und dementsprechend ist es dann Jacke wie Hose, ob man da jetzt einen Sprayer mit bei hat oder ob es halt nicht mit Sprayer ist. Genau. Ne? Ist aber ein schönes Produkt gewesen, kann ich empfehlen. Hier habe ich dann auch nochmal die Umverpackung von der Pinselseife. Habe ich gut gemacht, dass ich die auch noch aufbewahrt habe. Dann habe ich hier ein Parfum aufgebraucht. Oh, das war im De Beinkopf Adventskalender und das war sehr schön. Maison Francis Cordian Paris, das Gentle Fluidity Gold. Das müssten 5 Milliliter gewesen sein. Das roch unglaublich gut. Ich persönlich habe das wirklich eher als blumig wahrgenommen und als sehr, sehr sanft blumigen, sehr angenehmen, freundlichen Duft. Also ich mochte das sehr gerne. Das ist ein Parfum, was als Unisex-Duft beschrieben wird, was ich ganz interessant finde.
Ja, ich finde es jetzt zu teuer, um es nachzukaufen. Kommt ja auch aus demselben Hause wie dieses Baccarat Rouge, ne? Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht mal so super langanhaltend, dafür, dass es ja so super teuer sein soll. Ja, aber war ein solides Produkt, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn ich das nochmal in die Finger bekomme, dass ich das wieder anwende, ne? Aber ich würde es mir nicht nachkaufen für den Preis, bin ich ehrlich. Dann habe ich hier, oha, ja, ein Schwämmchen. Ich hatte das so in die Hand genommen und habe mir gedacht, hä, du bist aber ganz schön hart von innen. Und dann habe ich das angefangen aufzuschneiden. Ich glaube, das ist gammelig von innen. Ja, das sieht nicht so schön aus, ne? Also ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall sehr hart und sehr gräulich und sehr bäh. Und ich muss sagen, ich wasche meine Schwämmchen ja schon sehr intensiv, aber das hier sieht lebendig aus. Naja, ist Lady Green Paris. Das ist halt manchmal so eine Sache, wenn man halt diese sehr natürlichen Schwämmchen hat. Selbst wenn man eine ordentliche Hygiene hat, was das Ganze angeht. Das heißt, jedes Mal, nachdem ich ein Schwämmchen verwendet habe, werden sie bei mir gewaschen, mit einer Pinselseife zum Beispiel. Richtig derbe gewaschen auch, ne? Also per Hand. Und dann kommen die nochmal in eine Waschmaschine rein, um dann nochmal gereinigt zu werden. Und trotzdem ist das Ding mir quasi weggegammelt. Finde ich ein bisschen schade, bin ich ganz ehrlich. Denn eigentlich war das ein gutes Schwämmchen, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, dass sich das auch gar nicht mehr so richtig fluffig angefühlt hat. Wahrscheinlich, weil das da schon eklig wurde. Leute, wechselt häufiger eure Schwämmchen, ansonsten gibt es Unreinheiten bei der Haut, ne? Dann habe ich hier ein Setting Spray aufgebraucht und zwar ist das von Benefit The Professional Super Setter Long Lasting Makeup Setting Spray. Ein richtig gutes Produkt mit 30 Millilitern und das war auch im Benefit Adventskalender. Super feiner Sprühstoß, super angenehm für die Haut, macht einen schönen Dewy Finish und fixiert auch das Hautbild, genau. Fixiert das Make-up auch ganz gut über den Tag. Also ich habe es gerne verwendet, hatte das auch in meiner Schminkschublade drin. Ja, etwas, was ich hier auch im Tisch hatte, von denen mit diese Floral Dream Limited Edition, das sind halt so Allzweckreinigungstücher. Ja, die brauche ich hier halt immer mal wieder, ne? Und weil ich das halt hier oben aufgebraucht habe, habe ich das auch mal mit hier in die Kiste gepackt. Hier auch von dieser Ela-Geschichte habe ich auch den Conditioner aufgebraucht. Den fand ich jetzt nicht so gut, weil der die Haare, ich weiß gar nicht, das mit Hyaluron und Kokosmilch, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt mit Silikon oder sowas ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das bei mir halt nicht so pflegend, wie ich das gerne von einem Conditioner haben wollen würde. Ne? Das heißt, das Shampoo könnte man vielleicht nachkaufen, weil es halt einfach solide ist, aber den Conditioner braucht man nicht unbedingt. Hier habe ich jetzt auch die Mundspülung, die ich dann immer in Kombination verwendet habe, sodass ich keine pinke Zunge und kein pinkes Zahnfleisch hatte. Das ist meine liebste von Don't to Dent Sensitive Intensivschutz Mundspülung. Finde ich einfach super, mag ich gerne, funktioniert bei mir ganz gut, verwende ich auch immer mal wieder über den Tag, wenn man so ein Pappmaul hat oder so. Ja, dann habe ich hier auch noch ein paar Tuchmasken Tuchmasken aufgebraucht. Einmal meine liebste Hydrolift Express Maske von Dalton. Leute, die ist großartig, die ist nicht nur Feuchtigkeit spenden, sondern hat auch noch einen Lifting-Effekt mit dabei und die ist wirklich ein Saugnapf. Und das ist auch eine Maske, wenn ihr jetzt nicht irgendwelche offenen Stellen oder so habt, die könnt ihr bis zu 2, sogar 3 Mal verwenden. Also nach den 10, 15 Minuten Anwendung einfach wieder hier reinmachen, weil du hast hier irre viel Serum drin. Oder du nimmst dir das Serum und füllst es in ein Pöttchen und kannst es jetzt nochmal so auf Gesicht, Hals, Dekolleté immer mal wieder auftragen. Ne? Auch das vielleicht so eine kleine Option. Dann habe ich hier von Revolution eine Maske aufgebraucht, die ich auch ganz gut fand. Das ist die Niacinamide Clarifying Sheet Mask mit Maulbeerenextrakt. Und ja, die fand ich gut. Die hatte ich mal irgendwann in einem Purish Sale gekauft. Bei Purish könnt ihr auf meine Favoritenseite mit Claudies Welt 10 auch immer 10% sparen. Und genau, aktuell auch auf die Denise Myricks Neuheiten auch 10%. Ne? Genau. Sehr schöne Maske. Und Niacinamide mag meine Haut sehr gerne. Das ist halt auch so ein bisschen, ja, Poren verfeinernd, aufhellend. Also wenn du so Pickelmale hast oder Pigmentflecken oder so, wobei man da halt auch ganz gut Vitamin C verwenden kann, aber je nachdem, was man oder was die Haut am besten verträgt, kann man da auch schauen. Apropos, was die Haut verträgt, ich persönlich bin ja ein Fan von Rasur des Gesichtes, also ich mache, ja, es ist ja quasi Dermaplanning, es gibt jetzt ja mittlerweile so fancy Ausdrücke dafür. Ich bin jetzt nicht behaart wie ein Bär, aber es ist halt so, dass ich zum Beispiel meine Augenbrauen nicht mehr zupfe, sondern ich rasiere sie halt, auch hier so in der Mitte, da könnte ich auch mal wieder ein bisschen vielleicht jetzt? Nein, sollte man nicht machen, ne? Wenn man geschminkt ist, ist das nicht gut. Macht das immer schön mit desinfiziert und so weiter. Auf jeden Fall und vor allem nicht mit stumpfer Klinge. Ich mache das auch hier so am Oberlippengedönsen und hier an den Seiten und so. Zum einen sitzt das Make-up dadurch besser und zum anderen finde ich persönlich einfach, mag ich das einfach lieber leiden bei mir. Dann habe ich hier von
Ja, Maxim, Maggiamo Beauty, Profumo Doccia. Das ist eine Aromatherapie von Knights Beauty. Hier hatten wir eine Duschbombe drin und die macht einen sehr, sehr dezenten Duft. Wir haben halt eine Walk-in-Dusche, da ist es dann natürlich ein bisschen schwierig, weil du da den Duft nicht so intensiv wahrnimmst. Aber wir haben hier oben auch eine Dusche, die halt ganz normal in der Kabine ist. Da nimmt man den Duft natürlich intensiver wahr. Das heißt, ich habe die in der Walk-in-Dusche unten schon mal verwendet. Das war ein bisschen sehr wenig tatsächlich vom Duft her, weil natürlich das alles dann komplett in den ganzen Raum geht. Wenn ich das aber in der Duschkabine ganz normal verwende, dann nimmt man den Duft schon sehr intensiv wahr. Und das ist so ein bisschen, als würde man dann im Wald duschen. Finde ich persönlich ganz witzig. Und deswegen, also da habe ich mir auch dieses große Paket auch mal bei ihm bestellt und brauche das nach und nach auf. Hier habe ich dann auch einen von den Duschschäumen, wo ich gesagt habe, ne, die kann ich euch eher empfehlen. Das ist Pink Grapefruit von Bilou. Der Duft war jetzt nicht so meins. Ich habe das hier in einem Set von Emmy mal geschenkt gekriegt. Ich bin persönlich eher so ein Fan von den etwas süßeren Düften davon. Und aber definitiv auch von dem Bilou. Schäumen. Die sind sehr, sehr gut, machen gut sauber und geben auch einfach ein fancyes und schönes Erlebnis unter der Dusche. Ich genieße das. Ja, die Cookies habe ich auch oft gebraucht. Die sind eigentlich schon seit 100 Jahren gefühlt abgelaufen, seit 2020, aber ich benutze es ja nicht für meine Zahnspange oder für meine Zahnschiene mehr, sondern ich verwende das für unsere Toilette. Genau, das kommt einfach in die Toilette unten rein und das löst dann halt so den Kalk und was nicht alle, ne? Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass wenn ihr irgendwie eine relativ günstige Variante haben möchtet, um zum Beispiel diesen, ja, es ist ja Urinstein, was dann da unten drin ist. Es entwickelt sich auch, wenn du ständig putzt und so weiter. Das kann halt einfach sein, gerade so tiefer drin, wo du vielleicht nicht unbedingt mit der Klobürste beikommst, ne? Und da mache ich sowas dann einfach gerne rein. Das lasse ich dann einfach eine Weile einwirken, dann wird durchgespült und dann, ja, hat man nicht das Problem, dass es irgendwann komisch riecht oder so. Keine Ahnung. Ja, dann habe ich hier noch eine kleine Geschichte aufgebraucht. Und zwar habe ich hier von Sensai eine Augencreme Wrinkle Repair Eye Cream. Da habe ich mir allerhand draufgeschrieben auf dieses kleine Pöttchen, wo ganze 2 Milliliter drin waren. Leichte Textur, reichhaltiges Ergebnis. Genau das ist eben das Ding dabei. Du machst dir das drauf und das ist halt erst so ein bisschen, dass es sich wie milchig anfühlt, ne? Aber wenn du es dann so einarbeitest und verteilst unter den Augen und um die Augen drumherum, ist es echt cool, weil das sehr, sehr schön pflegend wird und das mag ich halt sehr gerne und ja, deswegen fand ich das sehr schön. Dann habe ich hier eine Duftkerze in meinem Hintergrund abgebrannt. Das ist von Glade eine Kerze gewesen. Ich meine, dass ich die von Corinne im Adventskalender hatte und die mochte ich ganz gerne. Also die hatte einen sehr sanften und ja, vanilligen Duft halt auch, ne? Also mochte ich gerne leiden, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Glade-Kerzen brennen meiner Meinung nach schön. Klar, ich habe die jetzt auch nicht immer so komplett immer so angehabt, dass dann auch die ganze Oberfläche sich verflüssigen konnte, weil ich hier nicht immer dann die komplette Zeit auch sitzen kann, um das Ganze abzuwarten. Und ich lasse die Kerzen ja auch nicht alleine brennen. Also ja, schwierig, ne? Aber eine schöne Kerze auf jeden Fall. Und ich habe mich nicht gerade, ne. Da habe ich jetzt gerade keine Glätte an. Nee. Von Elemis habe ich hier was aufgebraucht. Pro Collagen Energizing Marine Cleanser Anti-Aging. Da hatte ich ja, das auch mal irgendwo in einem Adventskalender in der Box mit drin. Mochte ich gerne. Also das ist auch ein schöner, milder Reiniger gewesen fürs Gesicht. Elemis ist auch eine sehr angenehme Marke. Auch hier wieder marine Kosmetik. Stehe ich halt einfach drauf. Ne? Sehr angenehm zur Haut. Sehr überhaupt nicht reizend oder so. Und ja, deswegen konnte ich den auf jeden Fall sehr gerne verwenden. Ja, wow. Hier hatte ich Glitzer mit drin, habe ich draufgeschrieben. Ja, Avant, Glycolic, Titanium, Serene und so weiter. Das ist ein Body-Treatment gewesen mit Glykolsäure und es hat auch noch Glitzer gegeben. Das heißt, man muss einfach wissen, dass das Ding einfach nicht nur eine kleine Pflegegeschichte ist, wo man halt auch aufpassen muss mit der Glykolsäure, dass du da halt jetzt nicht irgendwie jeden Tag das Produkt verwendest und dass wenn du es im Sommer verwenden wollen würdest unbedingt, das Ding nur abends verwenden und am nächsten Tag auf jeden Fall dicht Lichtschutzfaktor zu tragen, sondern dass es hier auch noch echt glitzert. Und für den Preis, ganz ehrlich, wer kauft sich zu einem vollen Preis Avant-Produkte? Ich weiß es nicht. Ich nicht. Aber man freut sich, wenn sowas in Boxen drin ist, finde ich persönlich, dass man das halt auch irgendwie mal ausprobieren kann. Hier habe ich eine Magic Night Cream von Charlotte Tilbury aufgebraucht. Das war ein krasses Teil, Leute. Das hat die liebe Nicole Chiquitas Place damals in Trashy reingelegt, weil ihr das zu reichhaltig war. Sie hat ja auch eine Mischhaut, ne? Ich habe eine richtig trockene Haut und da habe ich mir gedacht, komm, da kannst du es machen. Denn dieses Produkt ist wie Butter und da
übertreibe ich nicht. Also das ist extrem ölig, extrem reichhaltig, extrem viel. Das muss man mögen. Ne? Also ich habe das in der Zeit wirklich manchmal mit einem Zähneknirschen verwendet, aber ich habe es wirklich durchgezogen, ich habe das Ding leer gemacht. Und was man hier auch wissen muss, das Ding ist mit Retinol. Das heißt, du hast hier in einer Gesichtscreme auch schon direkt Retinol drin enthalten, dass wenn du ein bisschen sensiblere Haut hast und vielleicht nicht so ganz an Retinol oder so gewöhnt bist, dass du das am besten nicht mit Niacinamiden, mit auch einem Retinol-Serum, mit chemischen Peelings, mit Vitamin C kombinierst. Also wenn man diese Creme verwendet und Wirkstoffe, also nicht ganz so viel in anderen Wirkstoffen ist, dann sollte man nur irgendwie mit einer Hyaluronsäure oder mit sehr, sehr milden anderen Produkten das kombinieren. Denn, wie gesagt, hier ist Retinol drin. Da muss man aufpassen. Ja, naja. Aber es ist auf jeden Fall eine okaye Nachtcreme gewesen, wo man sich ein bisschen durchbeißen musste. Ich persönlich würde es mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Da bin ich jetzt vollkommen ehrlich. Zu teuer, meiner Meinung nach, für das, was sie gemacht hat. Und vor allem auch zu teuer dafür, dass sie ziemlich kompliziert eigentlich war, weil das braucht eine ganze Zeit, um einzuziehen. Deo habe ich aufgebraucht von 8x4, das ist so eine kleine Travel Size gewesen, mochte ich richtig gerne, das war ein ganz, ganz toller Duft, hat auch schön gepflegt. Hier muss man nur ein bisschen aufpassen, das ist halt schon sehr pudrig, wenn das rauskommt. Also wenn ich das aufgetragen habe, musste ich halt oft niesen, so kann man das vielleicht beschreiben. Vibrant Flower, ja, mit milder Pflege ist es gewesen. Das ist ein Deo. Hat geschützt. Dann habe ich hier von Everdrop das Spülmittelpulver zum Auflösen. Limone, Minze, Ingwer. Habe ich aufgelöst, habe ich in so einem Spender bei uns auch in der Küche stehen. Mein Freund findet das doof. Er hat sich ein anderes Spülmittel daneben gestellt, was er dann auch immer verwendet. Aber naja, das ist halt die eher nachhaltige Variante. Das ist ein Pulver, was man einfach in Wasser auflöst und dann rührst du dir halt quasi dein eigenes Spülmittel zusammen. Ja, kann man machen, ne? Mag aber ganz offensichtlich nicht jeder. Hier habe ich noch so ein großes Produkt von dem Asam Bath & Body Aromatic Soft Vanilla. Das ist eine Körpercreme gewesen. Die mochte ich sehr gerne. Die hat einen ganz tollen Duft gehabt. Hat auch ein super schönes Hautgefühl hinterlassen. Ja, ist auch schön eingezogen. War eine richtig geile Körpercreme. Das kann man nicht anders beschreiben. Also ich fand die großartig. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Mochte ich auf jeden Fall sehr gerne. Ist jetzt gerade sehr an meinen Fingern. Dann habe ich hier auch noch von Yepoda aufgebraucht The Double Bubble mit Salicylsäure, Granatapfel und das ist einfach ein Reinigungsball, Schaum. Das ist quasi der zweite Schritt vom Double Cleansing, ne, was ich dann quasi nehme, um die Ölreinigergeschichte oder den Reinigungsbalsam dann quasi auch noch mit dem ganzen Make-up, was dann aufgelöst ist, runterzuwaschen. Hier muss man tatsächlich ein kleines bisschen Vorsicht walten lassen, weil Salicylsäure ist BHA. Wenn man eine supersensible Haut hat, jede Haut ist anders, ich weiß, aber meine Haut ist supersensibel. Ich konnte das nicht morgens anwenden. Ich habe das nur abends angewendet und ja, am nächsten Tag sowieso mache ich ja auch immer Lichtschutzfaktor. Ganz wichtig, ne? Das ist jetzt aus Glas gewesen, das war auch so eine kleine Travel Size mit 35 Millilitern. Hier könnte man, glaube ich, auch einen anderen Schaum einfach reinfüllen und das dann weiterverwenden, weil der Schaum, der daraus gemacht wird, ist echt schön, ne? Da muss ich mal gucken, inwiefern ich die Verpackung noch weiterverwende. Von Dalton habe ich hier, das sieht jetzt nicht leer aus, ist es aber, weil es jetzt gelegen hat und dann alles durcheinander geflogen ist, Triple Ceramide Serum. Oh Gott, das ist das eins der besten High Concentrates meiner Meinung nach, die es gibt. Das repariert die Haut und hier hast du halt eine kleine Größe davon. Dalton hat diese ganzen High Concentrates immer in der Travel Size und auch in der Full Size im Angebot. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch mal dieses Triple Ceramide Serum anzuschauen, weil man dort einen sehr, sehr hochwertigen Inhaltsstoff zu einem sehr fairen Preis bekommt. Und dieses Serum funktioniert meiner Meinung nach oder müsste meiner Meinung nach bei jedem Hauttypen auch funktionieren. Und ich finde es großartig. Also selbst wenn man eine super, super krass, mein Bauch knurrt, ölige Haut hat oder eine Mischhaut oder so, kann man das vielleicht sogar fast schon als Tagescreme-Ersatz verwenden, weil das dann, ne, oh, das ist, ich finde es großartig. Also, nachdem ich ein chemisches Peeling gemacht habe, nehme ich mir das Triple Ceramide Serum. Nachdem ich irgendwelche verrückten Geschichten hatte in der Erdbeerwoche oder so, ne, Triple Ceramide Serum. Das beruhigt, das repariert die Haut und ja, stärkt die Hautbarriere einfach
durch die Ceramide, ne? Kann ich euch einfach wärmstens empfehlen. Dann habe ich ein Body Peeling aufgebraucht von The Body Shop Shower Scrub British Rose. Ich liebe den Duft. Hatte ich von der lieben Delia im Adventskalender. Leider finde ich dieses Peeling doch eher enttäuschend, weil das nicht so diese Schrubbelwirkung hatte. Also da bin ich eher bei dem Isana. Ich bin eher bei so Zuckeröl-Peelings oder Salzöl-Peelings, ne? Das ist mehr so meine Welt. Noch eine Haarmaske habe ich aufgebraucht von Grow Gorgeous. Genau, die hatte ich nämlich in meiner Reisetasche drin. Und dann habe ich die Sachen aus meiner Reisetasche einfach mal aufgebraucht, weil als ich dann auf dem Dalton-Trip war, hatte ich auch die ein oder andere Geschichte dann in Anwendung genommen. Das ist Repair Strengthening Hair and Scalp Mask. Das machst du dir halt auch wirklich auf die Kopfhaut und dadurch geht es relativ schnell leer, ne? Weil du das wirklich von Kopfhaut bis in die Spitzen und wenn du solche langen Haare hast, dann hast du es schnell leer. Ist einfach so. Mochte ich aber richtig gerne. Grow Gorgeous habe ich auch mal mit zusammengearbeitet. Ist eine ganz, ganz angenehme Hautpflege, Haarpflegemarke. Und sehr empfehlenswert. Ist nicht günstig, aber die sind ihren Preis definitiv wert. Dann habe ich hier noch von im Asam Bath & Body Aromatic Candy Apple ein Duschgel leer gemacht. Das mochte ich richtig gerne. Das war so eine kleine Größe. Das hat wirklich nach kandiertem Apfel gerochen. Das mochte ich sehr gerne. Und ja, das war lecker. Dann habe ich hier mein geliebtes Grande Lash einmal leer gemacht. Das ist das Lash Enhancing Serum. Das war in so einem Set drin. Ich glaube, das Set gibt es auch noch bei Sephora. Das kann ich euch in der Infobox gerne mal verlinken. Da habt ihr nämlich das Grande Lash drin, das Grande Brow und ich glaube auch die Grande Mascara. Weiß ich nicht. Ich verlinke euch verschiedene Sachen in der Infobox. Schaut gerne mal rein. Und ja, genau. Fand ich klasse. Liebe ich. Bestes Wimpernserum. Das macht meine Wimpern halt wirklich maximal krass. Ist einfach so. Und ja, hier sind Hormone drin. Das muss man halt wissen. Das muss man wollen. Und solange ich nicht schwanger bin, solange ich nicht in der Stillzeit bin, denke ich einfach, es ist mein Körper. Da kann ich halt entsprechend selber drüber entscheiden. Und dann verwende ich das, ne? Dann habe ich hier auch noch das Grande Brow. Das war auch eine kleine Geschichte. Ich glaube, das war das in dem Set auch mit dabei, ne? Das kann man sich dann explizit auf die Augenbrauen auftragen. Und ich mache es eigentlich so, dass ich das Grande Lash oder generell Wimpernseren so anderthalb, zwei Monate maximal als Wimpernserum auch wirklich am Augenlid selber verwende. Und dann ist ja immer noch was drin und dann wandert das einfach eine Etage höher. Dann verwende ich das für meine Augenbrauen. Weil da habe ich jetzt keinen Kontakt mit meinen Schleimhäuten oder so. Da kann ich es halt aufbrauchen. Und ich glaube, inhaltsstofftechnisch ist es gar nicht so super unterschiedlich. Mal ganz ehrlich. Aber gut, das Grande Brow war auch in dem Set mit drin. Das war aber nur ganz wenig hier drin enthalten. Und das habe ich dann natürlich nur an den Augenbrauen verwendet. Hat einen anderen Applikator, also der ist ein bisschen dicker. Auch da sind Hormone drin enthalten. Also meine Augenbrauen, die wachsen halt auch, ne? Also da wachsen auch teilweise an Stellen Augenbrauenhärchen, wo halt vorher nichts war. Dann habe ich hier auch von Charlotte Tilbury das Collagen Superfusion Facial Oil aufgebraucht. Da muss ich aber echt gestehen, Leute, das habe ich irgendwann nicht mehr im Gesicht aufgebraucht, sondern an meinen Oberschenkeln. Denn das hat mir richtig hart die Haut versaut. Also da hatte ich, es ist richtig stark parfümiert und da hatte ich richtig krass Unreinheiten, Unterlagerungen von bekommen. Nein, das war nicht gut und deswegen ist es dann quasi runtergewandert, obwohl das Ding einfach sackenteuer ist und es mir echt wehgetan hat, das zu machen. Aber ich habe mir gedacht, das will ich jetzt auch nicht irgendwie, wie willst du es dann weitergeben? Das war irgendwie zur Hälfte aufgebraucht, das fand ich halt auch irgendwie dämlich und habe es dann einfach an mir selber aufgebraucht. Charlotte Tilbury kann gute dekorative Kosmetik. Bei der Pflege überlasse ich dann lieber den Leuten den Vortritt, die sich da auch ein bisschen mehr drauf spezialisiert haben und dort auch etwas versierter sind. Ne? Dann habe ich hier von Uncorrupted Beauty einen Concealer aufgebraucht. Den hatte ich in der Kooperation mal bekommen, in der Farbe Fair. Den mochte ich sehr gerne, kann ich auch wirklich empfehlen. Ist ein angenehmer Concealer, der nicht irgendwie blöd in irgendwelche Fältchen reinkriecht. Der lässt sich gut verteilen und schön einarbeiten. Hat sich gut mit den ganzen Foundations, die ich dann auch damit in Kombination verwendet habe, verbindet, ne? Verbunden. Und den mochte ich. Also das war ein sehr, sehr schöner Concealer, den ich euch sehr empfehlen kann. Zum Ende hin, der Nutzungszeit, würde ich jetzt sagen, ist er mir dann doch etwas gekippt. Also, dass ich dann auch gemerkt habe, okay, jetzt wird es kritisch, jetzt sollte ich auch aufhören, ihn weiter zu verwenden. Aber ich habe den ja auch fast täglich angewendet. Ne?
Dann habe ich hier eine Ampulle, und zwar von Dalton, die Multitasking-Ampulle, denn ich habe mich mal so ein bisschen wieder durchgewuselt. Die mochte ich ganz gerne, die kann man, glaube ich, auch echt gut als Primer-Ersatz oder so verwenden, irgendwie so war das. Ich komme bei den Ampullen immer wieder so ein bisschen durcheinander, aber die mochte ich auf jeden Fall, war eine schöne Sache. Dann habe ich hier von Soties aus dem Adventskalender dieses Lip Plumping Serum aufgebraucht. Das soll ja gegen diese Plissierfältchen so mega krass wirken. Ganz ehrlich, ich persönlich habe da jetzt keinen großen Unterschied bemerkt und ich habe das Ding aufgebraucht, ne? Ja, ich habe mir das komplett dann hier um den Mund herum aufgegeben. Ja, nee, also nö, würd ich jetzt nicht empfehlen, nö, tatsächlich. Dann habe ich hier noch eine Kappe von meinem Rasierer, der hier noch mit drauf muss. Ja, besser ist das, ne? Es ist ein Rasierer, auch wenn er stumpf ist. Das hier habe ich im Unterstübchen verwendet. Von Beauty of Joseon ist das Calming Serum mit grünem Tee und Panthenol. Das war halt wie Wasser, aber halt auch wirklich sehr angenehm beruhigend. Hat mir sehr gut gefallen. Im Gesicht selber fand ich das halt nicht so gut wie das Triple Ceramide Serum von Dalton. Deswegen hat deswegen ist das hier dann auch quasi runtergewandert und dafür das Triple Ceramide Serum in meinen Pflegeschrank zur Anwendung gekommen. Und ja, genau. Ist aber eine schöne Sache gewesen. Also da hatte ich auf jeden Fall meine Freude mit und keine irgendwie Irritation nach dem Rasieren oder so, ne? Dann habe ich ein weiteres Parfum aufgebraucht von Moschino, das Toy 2. Und ja, ich versuche jetzt auch ein bisschen mehr tatsächlich auch Parfums aufzubrauchen. Ich weiß gar nicht, wie viel hier drin waren. 10 Milliliter oder so. Damals, als ich angefangen hatte, das zu verwenden, fand ich das erst ganz gut. Zum Ende hin, muss ich sagen, habe ich es fast gar nicht mehr gerochen. Das war auch sehr subtil, was im Alltag jetzt auch nicht so schlimm ist, ne? Aber mich hat der Duft an sich auch nicht so mega mehr umgehauen. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich vorher das Maison Margiela hier, Maison Francis Grudian Gentle Fluidity verwendet hatte. genau. Deswegen wahrscheinlich. Dann habe ich hier eine Augencreme aufgebraucht. Die fand ich schön von Drunk Elephant Ceramide AFI Balm. Ja, Ceramide und ich sind halt ganz große Freunde. Und deswegen war das natürlich ein Produkt, was ich gerne mochte. Ist halt sehr hochpreisig, aber auch sehr, sehr gut. Dann habe ich hier von Dalton die Face Care Magical Effect klärende Schönheitsmaske in der kleinen Variante. Ihr könnt die Produkte auch sehr oft in diesen kleinen Varianten kaufen. Also nicht nur die High Concentrate, sondern halt auch solche Magical Effect, also die Masken, ne, die Crememasken und so, auch Seren und so. Also gibt's tatsächlich, wenn man das einfach nur mal ausprobieren möchte. Und jo, mochte ich. Finde ich gut. Habe ich auch schon sehr, sehr häufig aufgebraucht. Sie macht wirklich eine Reinigung von dem Gesicht und hat ja auch diese, wie heißt das? Irgendeine Wasserminze oder so ist mit dabei, dass das Ganze auch sich erfrischt anfühlt tatsächlich, wenn man das runterwäscht. Du hast aber nicht dieses Gefühl von, ich habe jetzt mein Hautbild so krass gereinigt, dass ich jetzt eine mega ausgetrocknete Haut habe. Ne? Das hast du hiermit halt nicht. Deswegen mag ich die sehr gerne, weil meine Haut mag es nicht so gerne, wenn man sie zusätzlich zu dem Trockensein nochmal austrocknet. Hier war ich ein bisschen enttäuscht von Bahia de Fatigue. Ja, das sollte nämlich ein Fußgel sein. Hatte ich von Delia im Adventskalender drin gehabt. Es sollte ein Fußgel sein, was quasi gegen die Müdigkeit der Füße anwirkt. Hier war aber auch leider das Problem, dass es ungefähr gar keine Wirkung erzielt hat. Also es hat meine Füße nicht gepflegt. Es hat auch für mich jetzt kein belebendes Gefühl oder so gegeben. Es war einfach nur ein Produkt, was simpel vorhanden war. Und ja, das fand ich halt auch irgendwie blöd, ne? Also ich mag lieber bei Fußcreme, wenn sie so richtig Fußbutter, ne? Sowas ist halt mein Ding. Aber das nicht so. Und ich hatte da noch zwei von dem Backup. Die werde ich nicht im Backup mehr behalten. Gut, einen Pinsel habe ich aufgebraucht, weil es war Karneval und wir sind etwas eskaliert. Und das ist der von Catrice gewesen. So ein Point Brush fand ich schön, mochte ich gerne leiden. Hat aber tatsächlich nicht die exzessive Gesichtsbemalung überlebt, die wir dann an den Tag gelegt haben. Dann habe ich hier von Avant ein Hyalo Replenish Lip Balm. Genau, den habe ich mal von Melly bekommen. Ich finde nicht, dass es großartig meine Lippen gepflegt hat. Ich glaube, das hat eher meine Lippen ausgetrocknet. Also als ich dann aufgehört habe, das zu verwenden und angefangen habe, dieses Lippenöl von Charlotte Tilbury zu verwenden, haben sich meine Lippen schon sehr verändert. Also ich habe sie nicht mehr so schuppig. Ich habe jetzt wieder sehr normale Lippen. Also ne, es fühlt sich halt irgendwie alles besser an. Habe ich in meinem Badschrank stehen gehabt und bin jetzt auch wirklich froh, dass es leer ist. Weil wirklich was gebracht hat es nicht.
Dann habe ich die Dermalogica Sound Sleep Cocoon Creme leer gemacht. Die war gut, etwas zu trocken von der ja, Konsistenz her quasi. Ich mag es halt einfach sehr juicy. Und funny war halt, dass ich genau nachdem ich die verwendet habe, die Retinol-Creme von Charlotte Tilbury verwendet habe. Das ist natürlich dann richtig extrem unterschiedlich gewesen. Ja, das wäre jetzt für mich halt als Nachtcreme nicht genug, weil da brauche ich eigentlich mehr Reichhaltigkeit. Dann habe ich hier noch eine Yo! Augencreme von Mary & May aufgebraucht. Da waren 30 Gramm drin, jo. Ja, die Tranexamic Acid and Glutathione Augencreme hatte ich in der Kooperation bekommen, mochte ich sehr, sehr gerne. Bekommt ihr bei Yes. Da könnt ihr mit Claudis Welt auch, ich glaube, 10% Rabatt bekommen auf die ganzen Produkte dort. Ja, Mary & May war eine schöne Kooperation. Die Produkte haben mir richtig gut gefallen, weil die halt auch sehr mild waren, ne, und ganz gut für meine Haut geeignet waren. Dann habe ich hier die Meso Mask von Filorga aufgebraucht. Smoothing Radiance Mask. Ich fand sie einfach solide. Ganz einfach. Es war eine solide Maske, eine solide Crememaske. Crememasken verwende ich morgens, wenn ich meine Zähne putze, dann mache ich mir die einfach drauf. Und ja, war in Ordnung. Sie hat auf jeden Fall mein Gesicht beruhigt, sie hat Feuchtigkeit gespendet. Viel mehr hat sie aber nicht gemacht. So, dann habe ich hier noch von dem Asam, das war halt mehr so meins, Hyaluron Repair Food Butter, also eine Fußbutter, hatten wir glaube ich im Adventskalender, die mochte ich sehr, sehr gerne. Eine schöne Geschichte, die meine Haut auch gepflegt hat. Dann habe ich noch eine von diesen Eunyul Masken gemacht, das war die Aktivkohlemaske. Hier habe ich mal auch was draufgeschrieben. Tolles Vlies, schönes Hautgefühl, aber klärt nicht wirklich, zeichnet eher weich, ja. Wahrscheinlich dadurch, dass sie feuchtigkeitsspendend war und dann quasi Trockenheitsfältchen etwas weggemacht hat. Dann habe ich hier noch so einen Sprühtoner, den ich, wie gesagt, dann ja auf ein Pad gesprüht und dann aufs Gesicht gegeben habe. Der High Potential Face Toner war gut, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, also würde ich jetzt nicht nachkaufen, fand ich aber gut. Und dann habe ich hier noch von Soties eine Maske leer gemacht. Das ist eine Feuchtigkeitsspendermaske gewesen, genau. Das ist diese hier. Hier fand ich den Duft eher so lala, aber die Wirkung fand ich eigentlich ganz gut. Ne? Also hat ein bisschen Feuchtigkeit gespendet und gepflegt. So, ihr Lieben, das war's nun hier von mir. Ja, das war ein kurzes, knackiges Aufgebraucht-Video, auf jeden Fall in Relation zu dem, wie ich normalerweise meine Aufgebraucht-Videos habe, weil diesen Monat gar nicht so super viel leer gegangen ist. Ihr seht zum Beispiel, dass ich kein einziges Augenpatch-Paar leer gemacht habe, weil ich aktuell auch in Anwendung habe eine Augenmaske in der Tube, ne? Und deswegen habe ich da auch nichts, was ich euch zeigen kann. Aber ich habe natürlich welche gemacht. Und ja, ihr Lieben, das wäre es jetzt hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!